Schärding, die schönste Barockstadt Österreichs, mit dem historischen Stadtplatz und der berühmten Silberzeile. Anziehungspunkt für viele Touristen aus allen Herren Ländern. Das Rote Kreuz ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität in dieser Region. Begleiten Sie uns einen Tag lang auf der Rotkreuzortstelle Schärding, um einen kleinen Einblick in die vielfältigen Aufgaben zu bekommen. An der Spitze des österreichischen Roten Kreuzes, Landesverband Oberösterreich, steht unser Präsident Leo Pallwein-Brettner. Der Präsident leitet mit seinem Team die Geschicke des Roten Kreuzes in unserem Bundesland. Ein besonderes Fest gibt es zu feiern. Die Ortsstelle Schärding ist 25 Jahre alt, die Bezirksstelle 110 Jahre. In bester Zusammenarbeit Bezirksstelle, Ortsstelle, aber auch mit dem Landesverband können wir unsere Arbeit erfüllen. Ich gratuliere herzlich zu den Jubiläen und ich bitte auch in Zukunft um die Unterstützung und um das gute Miteinander. Gut, Frau Grimm, stellst du das Gespräch mit Schenkstein durch? Die Leitung der Bezirksstelle Schärding des Rotkreuzes hat Bezirksobmann Dr. Rudolf Greiner inne. Zu seinen Aufgaben zählen die Koordination der 6 Ortsstellen im Bezirk und deren vielfältigen Aufgaben. Das Rotkreuzhaus hier in Schärding ist Sitz der Bezirksstelle und der Ortsstelle. Die Ortsstelle Schärding betreut neben der Stadt Schärding 10 weitere Gemeinden im Umkreis, im Rettungs- und Krankentransportdienst und in den Gesundheits- und sozialen Diensten. Ja. Bezirksgeschäftsleiterin Andrea Bauschmidt leitet mit ihrem Team das Bezirkssekretariat. Hier laufen alle Fäden des Rotkreuzbezirkes zusammen. Und der ist nächsten Samstag Beginn um 8:30 Uhr. Passt, dann gehen wir wieder rein. Büroleiter Kurt Klaffenböck ist Anlaufstelle für viele Anliegen aus dem Bezirk. Es gilt, Erste-Hilfe-Kurse zu koordinieren, Abrechnungen durchzuführen und den Kontakt mit den Mitarbeitern zu erhalten. Auch die Koordination der Gesundheits- und Sozialdienste erfolgt von hier. Wolfgang Grüll, Gerlinde Ecker und Anita Hetzenieder sind die guten Geister in diesem Bereich. Das mobile Hospiz ist aus dem Rotkreuzalltag nicht mehr wegzudenken. Ihre Aufgabe ist es, Sterbende und deren Angehörige würdevoll zu begleiten. Herzlich willkommen bei der Rotkreuzortstelle Schärding. Begleiten Sie mich jetzt zu den verschiedenen Aufgabengebieten des Roten Kreuzes aus Liebe zum Menschen. Die Gesundheits- und sozialen Dienste des Roten Kreuzes umfassen die Bereiche Hauskrankenpflege, mobile Hilfe und Betreuung und natürlich die Aktion Essen auf Rädern, die ständig jeden Tag Jahr aus Jahr ein von unseren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern durchgeführt wird. Essen auf Rädern ist vor allem auf die Bedürfnisse älterer und hilfsbedürftiger Menschen zugeschnitten, die ihre Mahlzeiten nicht mehr selbstständig zubereiten können oder wollen. Die Idee entstand in den 1940er Jahren in Großbritannien. Die Mitarbeiter in den verschiedenen Ortsgruppen des Sozialdienstes fahren mit ihrem Einsatzwagen zu der Stelle, wo das Essen für die zahlreichen Klienten zubereitet wird.
Das Bezirksalten- und Pflegeheim Scherding ist eine der vielen Küchen, in denen tagtäglich zahlreiche Portionen für Essen auf Rädern zubereitet werden. Die schmackhaften Menüs werden liebevoll angerichtet und in sogenannten Warmhalteboxen verstaut. Die Gesundheits- und Sozialdienstmannschaft lagert die Essensboxen in ihrem Auto und fährt dann zu jenen Personen, die bereits sehnsüchtig auf das köstliche Essen warten. Oft sind die Rotkreuzleute die einzigen Ansprechpersonen für die betreuten älteren Leute. Und weiter geht's zum nächsten Haus. Auch die Hauskrankenpflege ist hier bei uns stationiert. Die hilfsbereiten Damen holen hier diverseste Pflegematerialien ab, um wieder rasch zum nächsten Patienten fahren zu können. Wichtige Aufgabe erfüllt auch die Sozialdienstgruppe Wernstein. Sie stellt bei vielen Patienten in den verschiedenen Gemeinden Hauskrankenpflegebetten zu und nimmt diese fachgerecht in Betrieb. Unser Ortsstelle ist Rea Meier, die mit ihrem Rotkreuz-Flohmarkt nicht nur einen der größten Gemischtwarenläden der Stadt betreibt, sondern damit auch immer mit ungeheuerlichem Engagement und Geschick viel Geld in die Rotkreuzkasse bringt. Damit können wir die Rumänienhilfe unterstützen und zahlreiche Projekte verwirklichen. Ja, bitte schön. Sehr schön. Viel Freude, da freue ich mich. Zu einer großen Dienststelle gehört natürlich auch eine gut ausgerüstete Werkstatt. Alois Kasbauer ist der Mann vom Fach, wenn es um Reparaturen geht. Der
Der Rettungs- und Krankentransportdienst des Roten Kreuzes wird von ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitern sowie von den Zivildienern durchgeführt. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unseren Sonderrettungsmitteln, Notarztwagen und Rettungshubschrauber. Bei einem Einsatz werden die Rettungssanitäter über den Funkpager informiert. Wenn die Leitstelle in Viertel den Alarm auslöst, heißt es, auf schnellstem Wege in die Garage zum Sanitätseinsatzwagen zu eilen. Dort erfährt die Mannschaft auf einem Display die genauen Einsatzdaten. Dieses Mal ist es ein Arbeitsunfall im Wald. Jetzt gilt es, schnellstmöglichst dorthin zu fahren. Der Waldarbeiter liegt schwer verletzt neben seiner Motorsäge und wartet dringend auf Hilfe. Die Rettungsmannschaft ist als erste vor Ort und leistet fachmännisch Hilfe. Bei Not- und Unfällen fordert die Rettungsmannschaft ein Sonderrettungsmittel an. Ja, benötigen NRW Scherding, tiefe Schnittverletzung. Je nach Verfügbarkeit kommen der Notarztwagen oder der Notarzthubschrauber Europa 3 zum Einsatz. Die Rettungssanitäter setzen die Versorgung und Betreuung des schwerverletzten Patienten fort und übergeben ihn an geeigneter Stelle an das rasch eintreffende Sondereinsatzmittel. Das Kriseninterventionsteam unserer Ortsstelle ist nach schrecklichen Ereignissen unentbehrlich geworden. Und gesehen, und da schon die Überlegung durchgekommen ist. Es gibt den Angehörigen Trost und Zuversicht. Ja, er war knapp vorher auf einer Kur. Und diese Kur, das muss ich ehrlich sagen, die Leute schätzen unsere Einsätze sehr, ne? Heute werden wir in der Station 1 an reglosen Notfallpatienten durchspülen. Nach ihrer Ausbildung zum Rettungssanitäter bilden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Ortsstelle stetig fort. In zahlreichen Stunden bereiten sich die Bewerbsgruppen auf die verschiedenen Sanitätshilfsbewerbe vor, schneiden dabei immer wieder hervorragend ab und bringen erstklassige Leistungen. In der zweiten Sequenz werden wir einen Erwachsenen durchüben, der was zum Wiederbeleben ist. Und in der dritten Sequenz werden wir einen Jugendlichen oder ein Baby wiederbeleben. Als nächsten Schritt gehen wir zu Puppen und werden das praktisch gleich machen. Hallo, grüß dich, ist dir was passiert? Hörst du niemand den Patienten berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Das war sehr gut, muss ich sagen. Und nächste Woche treffen wir sie wieder zum Üben. Übung macht den Meister, heißt es auch in der Sanitätshilfe. Um möglichst fachgerecht üben und versorgen zu können, ist es notwendig, dass unser Schminktrupp verletzte Personen zum Verwechseln ähnlich darstellen kann. Mit falschem Blut, Farbe und einigen Chemikalien lassen sich die Wunden realitätsnah nachstellen.
Unsere Einsatzfahrer werden selbstverständlich umfassend in Theorie und Praxis geschult. Sie müssen auf alle Situationen bei Tag und bei Nacht, bei jedem Wetter und bei jeder Jahreszeit vorbereitet sein. Eine große Stütze im Rettungs- und Krankentransportdienst sind natürlich unsere Zivildiener, denn sie ergänzen unser Team vor allem an Wochentagen. Was natürlich dazugehört, ist die regelmäßige Fahrzeugpflege. Unverzichtbar für unsere Ortsstelle ist der dienstführende Roman Ennekel. Ihm obliegt die schwierige Aufgabe, jede Woche den Dienstplan für den Rettungs- und Krankentransportdienst zu erstellen. Außerdem leistet er viele wertvolle Aufgaben und ist eine wichtige Stütze für den Ortsstellenleiter. Besonders stolz in der Ortsstelle sind wir auf unsere Jugendgruppen. Zwei in St. Roman und eine Jugendgruppe hier in Scherding. Die Jugendlichen arbeiten bereits äußerst aktiv im Sinne des Roten Kreuzes mit. Die Jugendgruppe Scherding und Umgebung hat sich im letzten Jahr dem Thema Alkohol- und Drogenkonsum bei Jugendlichen gewidmet. Im Zuge eines Workshops haben sie eine dramatische Szene nachgestellt und konnten bereits ihr erworbenes Wissen in Erste Hilfe anwenden. Bramadorf 68 47 82 St. Florian einen reglosen Patienten. Wir haben eine Party veranstaltet und das ist beim Bahnübergang Weiler nach dem Bützel. Wir brauchen eine dringende Rettung. Ja, geht's weg, der geht's weg. So, ich möchte mich alle herzlich begrüßen zur Sitzung heute. Die Jugendgruppe St. Roman gibt es seit über 20 Jahren. Aus ihren Reihen kommen bereits sehr viele Rettungssanitäter und sie zeichnet sich auch durch verschiedene Rotkreuzaktivitäten aus. An diesem Abend entstand die Vorbereitung des traditionellen Rotkreuzballes in St. Roman und die Teilnahme beim Adventmarkt auf dem Programm. Am 29. November, da braucht man wieder 6-7 Freiwillige, die wurde einfach helfen und der Skitag, der ist 17. 18. Jänner. Wir sind die Jugendgruppe St. Roman. Hopp, 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 hopp. Ja, das geht ja schon wunderbar. Ja. Aber immer noch einen nehmen zum Schubsen. Jawohl. Ja, perfekt. Jawohl, Applaus bitte für diese Könner. Ja, oh, da ist der Leck voll, da müssen wir nochmal nehmen. So. Schon Tradition hat die Rumänienhilfe des Scherdinger Roten Kreuzes. Seit nunmehr 20 Jahren bringen wir Hilfsgüter nach Siebenbürgen in die Städte Beclean und Bistritz. Wie Sie sehen, hier im Hintergrund bereiten wir bereits die nächste Hilfslieferung nach Rumänien vor.
Ein wesentlicher Bestandteil im Jahresablauf unserer Ortsstelle ist natürlich die Geselligkeit. Denn wer arbeitet, der soll auch gesellig sein und feiern. Ich denke da an unseren schönen Ausflug, an die lustige Wein- und Mostverkostung, an viele kleinere und größere Aktivitäten im Laufe des Jahres und natürlich an unsere neu gegründete Ruckreuz Blaulichtmusi. Unsere lustige Kartenspielrunde trifft sich regelmäßig, um ihrem Hobby zu frönen. Wer gewonnen hat, bleibt ein Rotkreuz-Geheimnis. So manche Billard-, Dart- und Tischfußballmeisterschaft wurde in unserem Freizeitraum schon ausgetragen. Ein geselliges Beisammensein nach Einsätzen, Übungen, Schulungen und Besprechungen gehört bei uns einfach dazu. Welche Rotkreuz-Ortsstelle hat schon eine eigene Musikkapelle? Wir schon. Wir dürfen vorstellen, die Rotkreuz-Blaulichtmusik Scherding. Wir feiern heuer im Jahr 2009 25 Jahre Ortsstelle und 110 Jahre Rotes Kreuz in Scherding. Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre tatkräftige Unterstützung, ganz unter dem Motto: Aus Liebe zum Menschen.